Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Wir sind alle nicht perfekt. Doch wir bemühen uns gar nicht, uns zu ändern, sondern sehen immer nur das Negative. Ich frage mich, ob wir eines Tages mal keinen Krieg auf der Welt haben werden. Ihr habt doch schon mal diese T-Shirts auf TikTok gesehen, wo man so sein eigenes T-Shirt machen kann. Das sind meine Animationen. So, das bin ich. Das hat eine Freundin für mich gezeichnet. Ja, ich wollte eigentlich animierte Videos machen, aber jetzt kommt's auf mein T-Shirt. I fell in love, fell out of love, we both had options. I played the drums, she rolled the drugs, I rocked the club, we both throw up. We was the band you never heard before. You got that tatter, but you're cracking on your cat, you'll be right back, your mama ever know. Ich hab mal eine ernste Frage, Leute. Habt ihr schon mal an der Menschheit gezweifelt, dass wir verloren sind? Dass wir Sachen priorisieren, die überhaupt nicht wichtig sind im Leben? Ich meine, ich mache das wahrscheinlich auch, aber habt ihr euch mal zurückgelehnt und einfach über das Leben nachgedacht, was das Leben ist und was es werden kann und wie lange wir hier noch auf diesem Planet bleiben werden? So Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video. Heute reden wir über ein Thema, was ich eigentlich schon lange mal reden wollte. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie ein YouTube-Video gedreht und dabei was gegessen. Kennst du die von nicht gesponsert, aber ist das lecker. Also zuerst muss ich sagen, gestern bin ich nach München gefahren. Ich wollte nicht nach München fahren, aber für andere Leute ist ein Drucker wichtiger als ein Menschenleben. Ich habe mir gedacht, ich mache einen chilligen Vlog, film den ganzen Tag, alles was so passiert. Und schneid dann ein cooles Video für euch. Aber nein, als ich dann heimfahren wollte, unten in der U-Bahn, da lag dann einfach jemand auf dem Boden. Ich habe dann gleich die Kamera gepackt und angefangen zu filmen, so wie Michael Bay, you know. Die Ecken schön gesucht. Nein, Spaß, Leute. Wir haben Notruf gerufen, haben gesagt, hey, hier liegt jemand in der U-Bahn. Dann meinten die, wir sollen die Notruftaste drücken, damit der Zug anhält halt. Dann kam eine Durchsage, dass der Zugführer das schon wusste und kein Problem. Quasi, die werden dann eine Station anhalten und die Person dann rausnehmen, sozusagen. Wir haben halt dann trotz Corona die Person dann gefragt, ob es denen gut geht oder ob wir helfen können. Jetzt haltet euch fest, Leute. Es war bloß ein besoffener Typ, der einfach nur pennen wollte. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, warum ich das überhaupt gefilmt und gepostet habe. Eins muss ich sagen, ich habe irgendwie in der letzten Zeit herausgefunden. Was heißt herausgefunden? Ich merke halt immer wieder, dass wir Menschen dumm sind. Wir sind wirklich dumm. Ich will hier niemanden angreifen, der mir geschrieben hat oder irgendetwas. Es betrifft viele Sachen, dazu komme ich gleich. Ich habe das halt dann gefilmt und gepostet. Und ich habe mir halt gedacht, ich will einfach die Kommentare sehen, was die Leute dann schreiben werden. Und ich wusste bei Gott, es wird einer schreiben, warum filmst du und hilfst du nicht? Sowas geht gar nicht, bla bla bla. Und keine 2 Stunden oder eine Stunde oder 10 oder 15 Minuten kam schon so ein Kommentar. Lass mich jetzt kurz lesen. Anstatt, dass du ihr hilfst. Punkt, 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 Punkt. Wieso gehst du davon aus, dass ich nicht geholfen habe oder mein Bestes gegeben habe, die Person zu helfen? Was zeigt es uns oder was sagt es uns? Ihr könnt doch nicht immer das glauben, was ihr seht oder liest. Ich meine, Google sagt auch immer, ich werde sterben. Dann kriege ich von so einem anderen so einen Kommentar, Gaffen ist uncool. Und dann noch dazu ein Video machen, ist das Letzte. Wieso sollte wegschauen besser sein als hinschauen? Alle anderen in der U-Bahn haben nichts gemacht. Also warum war jetzt das von mir verkehrt? Warum? Erzähl es mir. Ich meine, auch nicht diesen Thema. Wenn man jetzt irgendwas sieht, dass etwas passiert, dann ist doch besser, man schaut hin, man kann etwas bezeugen, man könnte vielleicht helfen, als wegzuschauen. Oder liege ich da jetzt falsch? Es ist so krass, wir leben in einem Zeitalter, wo wir alles filmen. Die Nachrichtensender machen das doch genauso. Das ist dann, sagst du dann da auch so, das ist verkehrt? Ich habe geholfen.
Muss ich jetzt filmen, wie ich helfe? Nein. Eine ernste Frage. Seit wann sind wir Menschen so weich geworden? So richtig butthurt. Wir fühlen uns angegriffen, weil irgendjemand was gepostet hat im Internet, was gar nichts mit dir zu tun hat. Ich gebe euch hier mal das beste Beispiel, okay? Die Jennifer Lawrence hat ein Bild gepostet, wo vier Männer, ich blende sie auf jeden Fall ein, auf jeden Fall ist sie halb angezogen. Was heißt halb angezogen? Die Männer sind alle angezogen mit Jacke draußen, denn es war kalt und sie ist in einem Kleid. So viele Frauen haben sich aufgeregt, dass es unfair sei, dass die Männer alle angezogen ist und sie muss in der Kälte sein und ihr ist kalt. Das ist unfair, weil sie eine Frau ist. Leute, schau, das ist das, was ich meine. Warum regen sich andere über solche Sachen auf? Hört's mal, wie lächerlich das eigentlich ist, was ich hier gerade sage. Und sie hat dann drauf geantwortet, aber zuerst meinte sie dann, jetzt ist sie quasi offended. Was heißt das auf Deutsch? Weiß ich jetzt gerade nicht. Weil sich Leute darüber aufregen. Denn es ist ihre Entscheidung, was sie anzieht. Sie meinte, das Kleid ist von Versace. Und es ist so geil, da wird sie ganz sicher keine Jacke anziehen, weil sie 5 Minuten draußen war für ein Foto. Es ist ihre Entscheidung, was sie anzieht, ob sie jetzt draußen hingeht und ihr kalt ist. Warum regen wir uns über Sachen auf, was andere im Internet posten? Weißt du, es ist das Gleiche. Manchmal poste ich halt so Sachen auf mein Instagram, wo andere Leute offended werden. Was ist das deutsche Wort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden sie deswegen offended und entfernen mich und wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber das freut mich und deswegen mache ich das, weil das sind die falschen Personen in meinem Leben, die über Sachen, was ich poste, offended werden, so selber. Ich kann es nicht glauben, aber es ist so. Eine Person hat gefragt, geht's dem Menschen gut? Alle anderen, was ist passiert? Was ist da los? Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, alle haben einfach nur gefragt, was ist passiert. Ich meine, ich würde auch wahrscheinlich fragen, was ist passiert. Aber kommen wir jetzt mal zum Schluss vom Video. Ich finde es einfach nur krass. Das Problem ist, man will sich immer aufregen. Immer das Negative aus jeder Situation nehmen. Ja, Moral der Geschichte ist, wir Menschen, wir halten uns alle selber zurück. Wir investieren lieber 2 Trillionen Dollar in Militär statt in die Forschung. Und das ist eine Sache, was ich echt schade finde. Denn so Sachen mit Forschung, das interessiert mich total. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, worüber oder was ich noch sagen soll. Ja, scheiß drauf. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine. Leute, denkt bitte positiv. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auf Instagram. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Da wird es auf jeden Fall ein bisschen lustiger. Ich hoffe, wenn ich das jetzt alles so schneide, dass das einigermaßen deutsch war. Haut rein.